Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Pixelgum 3D. Heute ist der Donnerstag und deswegen kommt heute Pixelgum. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, jetzt habe ich noch was vergessen, Moment kurz. So, sorry Leute. So, jetzt fangen wir mal an. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass die Tonqualität wieder gut ist. Und ich werde mir jetzt auch bald ein Mikrofon kaufen. Weil ich dann das Handy anschließen werde, kann ich mit Mikrofon... Okay. Dann kann ich mit Mikrofon aufnehmen. Und dann versteht... Okay. Ja. Dann versteht ihr mich wahrscheinlich besser. Und deswegen werde ich wahrscheinlich bald ein Mikrofon kaufen. Das würde aber noch so einen Monat oder so dauern, bis ich alles geklärt habe oder so. Oder 2 Wochen oder so. Ja. Weil ich jetzt halt nicht direkt sofort kaufen. Wir haben jetzt wieder ein Update von Pixel gekriegt und es stehen ja so Gratis-Münzen. Video ansehen. Kaka. Okay. Man kann sich Münzen verdienen. Man kann sich Münzen verdienen, indem man sich ein Video ansieht. Jetzt haben wir eine Münze gekriegt. Können wir jetzt nochmal ansehen. Ich finde das echt arm, will ich aber nicht sagen. Wir schauen uns mal kurz. Schließen. Ach komm, das ist doch armselig. Ich mag das nicht bei Spielen. Ich mag das einfach nicht. Man kann sich dieses Video so oft angucken. Nein, komm schon. Sag bitte nicht, dass es ernst gemeint ist. Weil jetzt, Leute, kommt das Problem bei diesem Pixelgum-Spiel, dass Leute, die keine Hobbys haben, gehen auf Video ansehen und schauen. Ah, jetzt geht's nicht mehr. Ich wollte mich schon umstellen. Jetzt haben wir nämlich nochmal Glück gehabt. Weil das Problem gewesen ist, wirklich, das wäre auch dumm von Pixelgum gemacht. Dass sich Leute einfach das Video so oft angeguckt haben, bis sie reich geworden wären. Aber geht zum Glück nicht. Trotzdem finde ich generell, das ist einfach scheiße. Jetzt haben wir 5 Münzen kostenlos bekommen. Weil wir uns ein Video angesehen haben. Ein paar denken sich vielleicht, oh, da macht ja Pixelgum wieder Ausnahmen. Weil man kriegt dadurch eine Münze. Und Pixelgum kostet immer die Münze relativ viel und so. Nein, Pixelgum verdient dadurch schon mal richtig, weil die so Werbung bringen. Da wird, dann muss man sich ja das Video angucken von der Werbung. Da verdienen nochmal mehr. Das ist alles nur einfach nur ein Trick. Naja, um das kurz zu sagen. Und wir wollen eigentlich... Ich möchte jetzt nicht wieder hier Komplexwelten so eine Kacke spielen. Das machen wir jetzt nur einmal. Am Anfang jetzt kurz das... Ach nein. Jo, wir haben ein halbes Bug gerade hingekriegt. So. Hab jetzt das Ladegerät abgezogen. Mit ihr nicht mehr die ganze Zeit. What? Erneut schon mit dem Raum. Was ist jetzt? Yo! Was geht? Und herzlich willkommen zurück. Und wir hatten gerade einen Cut. Und zwar war die letzte Aufnahme vor 2 Stunden oder so. Aber ich weiß. Also, ja, ich kann mal kurz erklären. Ich bin gerade hier am Spielen. Und in dem Moment ruft meine Mutter mich an. Und das habe ich nämlich rausgeschnitten. Weil das wird ja die Nummer meiner Mutter wissen. Und ja. Zumindest das habe ich zumindest. Ach, wir machen es immer neu. Habe ich zumindest rausgeschnitten. Und meine Mutter habe ich angerufen, weil wir zum Friseur mussten. Beziehungsweise ich. Und deswegen. Ja, war ich dann beim Friseur. Bin danach, hatte ich noch Fußballtraining. Bin jetzt hier zu Hause. Und. Ja, und das sind jetzt 2 Stunden bis von der letzten Aufnahme bis zu dieser Aufnahme vergangen. 2 Stunden Pause war jetzt. Was passiert ist, als dieses Cut war, danach sind wir noch gestorben und jetzt sind wir wieder hier. Ja, okay. Bei euch ist dieses Cut zwar nur direkt hintereinander, 2 Sekunden Pause, bei mir sind es jetzt 2 Stunden, aber wir machen weiter, Leute. Und ja. Übrigens nochmal was zu sagen, vielleicht für morgen, für Clash of Clans, habe ich schon was vorbereitet, und zwar eine Challenge. Ja, kauf dir doch einen Roboter, du Wichtig. Hätte ich es ausgesprochen, hätte ich das wegpiepen müssen, Mann. So. Oh, wir haben natürlich noch ein Update in eine neue Welt, Alter. Sag das doch gleich, Mann. Und zwar die gruselige Pizzeria. Und die werden wir sofort testen. Sieht gar nicht nach Pizzeria aus. Pizzeria mit Kameraüberwachung. Okay. Ah, jetzt sieht man im Hintergrund schon ein paar Tische. Wow, die Welt ist geil. Die Welt ist voll und geil.
Wir konnten doch gar nichts machen, Mann. Ich kenne diese Welt auch gar nicht. Seid doch nicht so asozial zu mir. Oh, wie putzig. Hier sitzt ein kleiner Dino. Ich habe keine Ahnung von dieser Pizzeria. So. Ach du Scheiße, jetzt haben wir den nicht getroffen. So, wir gehen jetzt direkt nochmal neu rein und testen die Welt weiterhin. Hier sind die Partytische und das ist eine gruselige Pizzeria. Hier ist hier ein Rollstuhl. Hier ist so ein Karussell. Gruseliger geht's doch gar nicht. Keine Ahnung, das ist ein Propeller. Ich habe jetzt gar keine Ahnung von dieser Welt. Okay. Da geht's hoch. Einfühlen von dieser Welt hier, die ist ja ein bisschen kompliziert, vor allem weil hier gerade keiner ist. Aber die Welt ist noch voll, aber die treiben sich alle woanders rum. Hallo, geht's noch? Ist das bitte, was ist das bitte für eine große Welt? Wir müssen am besten mal nachgucken, was die Welt eingestuft ist. Ob sie als fette Welt, extra, nicht meine extra große Welt, kleine Welt oder ja, Mittelwelt, wie auch immer. Da unten lief einer. What? What? Headshot gibt. Na, verarsch mich doch nicht. Verarsch mich doch nicht. Ich muss jetzt mal verkraften, Leute. Headshot gibt doch nicht im Ernst. 30! Hä? Ehrlich gesagt verstehe ich gerade gar nichts mehr. Jetzt haben wir 30 Punkte. Haben wir einen getötet. Der hätte sich auf 30 getötet. Müssen wir noch einen töten, wenn ich mal sehe, wie das eigentlich ist. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Leute, hä? Kann mir das einer beantworten? Kann mir das einer beantworten? 45, warum 45? Ach, es gibt Punkte. Es gibt Punkte. Kann man also auch gewinnen, wenn man mehr Punkte als der Erste? 3 getötet. Ich check einfach nichts, Leute. Ich weiß nicht, ob man auch mit, wenn man einfach gar kein, doch gar, das kann ja gar nicht sein. Ich meine, wenn man mehr Punkte hat als ein anderer. Ob man dann gewinnt oder ob der mit meisten getötet gewinnt. Das ist mir gerade so ein Rätsel. Vor allem, weil ich diese Welt einfach nicht. Ah, da war einer. Einfach nicht kenne. Ist das nicht so gut? So 7 Sekunden noch. Wir werden die Welt jetzt nicht als Gewinner verlassen, aber auch nicht als Verlierer. So. Einen könnten wir eigentlich noch töten. Wir haben jetzt XP gekriegt, wahrscheinlich wegen den Punkten. Ja, das ist ja mal was Neues. Das ist ja mal was Neues. Ich bin echt eigentlich fasziniert. Ich bin fasziniert. So, kommen wir noch woanders hin. Ja, hier ist so eine Frachtdings, Frachtschiff. Es kommen immer neue Welten dazu. Ist das Hammer, Leute. Die werden uns natürlich sofort noch austesten. Und das ist mit Teams. Und wir machen mit Team. Rot. Da. So, Team Rot. Wir sind auf dem Schiff unterwegs und müssen Leute töten. Ja, was denn sonst? Der ist Team Blau. Headshot! Kriegen wir ein paar Punkte und zwar 30 sind an der Zahl. Oh, okay. Punkte gibt, glaube ich. Ah, ich habe das verstanden. Ich bin mir unsicher. Punkte gibt XP und und Siege, also wenn man gewinnt, kriegt man Dings. Ihr wisst schon, Money. Ich sag nicht genau Bescheid, weiß ich gerade. Weil ich mir das Update noch nicht richtig durchgelesen habe, muss ich gestehen. War nicht so schlau, als wir in Zimus gegangen sind. Hat es der andere eiskalt weggeschnappt. So. Wir werden diese Welt jetzt noch spielen. Auf jeden Fall liegt unser Team vorne.
Es geht nur darum, ein paar Leute zu töten. Perfekt. Headshot! Die haben 80 Punkte. Jetzt will ich wirklich mal wissen, ob wir ihn überholen. Ach komm, einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht doch noch. Ach du Scheiße. Eine Münze, 5 XP. Vielleicht eine Münze für unseren Teamsieg. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Können wir bei Deathmatch schon auch die Dingswelt nehmen? Ihr wisst schon, ihr wisst schon, ihr wisst schon. Den Frachthafen, den Frachthafen. Frachthafen, Frachthafen, Frachthafen. Nein, geht nicht. Dass wir die Pilzwaffe gekauft haben, muss ich nochmal im Nachhinein sagen. War vielleicht nicht ganz so schlau. Wir schauen nochmal hier bei Freundesanfragen kurz rein. Lad doch, lad doch, lad doch. So, annehmen. Ja. Jo, 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 jo. Was soll ich noch kurz machen? Ich wollte noch ganz kurz in den Shop gucken und gucken, ob wir irgendwas aufbessern können. Mieten? Man kann die Waffe mieten. Oh, lol. Finde ich auch ganz lustig. Okay. Die eine Waffe kann man mieten. Naja, okay. Naja, okay. Naja, okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt raus. Ich wollte auch gucken, ob wir irgendwas verbessern können oder so. Ist aber rausgekommen, dass man auch mieten kann. Wir sind am Ende der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine gute Bewertung da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also nächste Woche, Donnerstag, ist dann wieder Pixiger. Morgen, Clash of Clans.